Magdeburg, am Morgen fiel am Landgericht Naumburg das Urteil gegen den Doppelmörder ohne Reue. Lebenslange Haft, anschließende Sicherungsverwahrung und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. So lautet das Urteil gegen Stefan Balliet. Eine lebenslange Haft bei besonderer Schwere der Schuld kann nicht nach 15 Jahren hinter Gittern zur Bewährung ausgesetzt werden. Und selbst wenn dies, beispielsweise nach 20 Jahren, passiert, setzt die Sicherungsverwahrung ein, bei der alle 2 weitere Jahre geprüft wird, ob sie fortgesetzt wird. Gut 14 Monate nach dem Terroranschlag von Halle folgte Ursula Mertens, die Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht, OLG, Naumburg, mit ihrem Urteil dem Antrag von Bundesanwaltschaft und Nebenklage. Sie verurteilte Balliet UA, wegen Mordes in 2 Fällen, versuchten Mordes in insgesamt 62 Fällen, versuchter schwerer räuberischer Erpressung, fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Volksverhetzung. Es war eines der schlimmsten antisemitischen Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Am 9. Oktober 2019 fährt Rechtsterrorist Stefan Balliet, 28, mit selbstgebauten Waffen zur Synagoge in Halle, wo sich 51 Menschen am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, zum Gebet versammelt hatten. B. wollte sie töten. Er scheiterte an der massiven Tür, erschoss daraufhin die Passentin Jana L. und später in einem Dönerimbiss den 20 Jahre alten Auszubildenden Kevin S. Er streamte seine Tat im Internet. Auf der anschließenden Flucht verletzte er weitere Menschen. Der Prozess läuft seit Juli vor dem OLG Naumburg, aus Platzgründen findet er jedoch in Magdeburg statt. Der 28-jährige deutsche Stefan Balliet hat die Taten gestanden und mit antisemitischen, rassistischen und antifeministischen Verschwörungstheorien begründet. Das Mitanzuhören war vor allem für die vielen Überlebenden und Hinterbliebenen, die dem Prozess im Gerichtssaal folgten, immer wieder eine Zumutung gewesen. Der Angeklagte hatte jede Reue vermissen lassen. Vielmehr betonte er, dass er weitere Menschen töten würde, wenn er die Gelegenheit dazu hätte. Dutzende Überlebende und Hinterbliebene waren ihm im Prozess entgegengetreten und hatten dem Gericht als Zeuge oder als Nebenkläger im Schlussvortrag berichtet, wie sie den Anschlag überlebt hatten und mit welchen Folgen sie zu kämpfen hatten. Unter anderem hatte der Vater von Kevin S. ausgesagt. Kevin war mit einer geistigen Behinderung geboren worden. Ärzte wussten nach Angaben seines Vaters lange nicht, ob er das Erwachsenenalter überhaupt erreichen würde. Der Vater schilderte vor Gericht, wie Kevin und die Familie nie aufgaben, wie er das Erwachsenenalter erreichte und nach langem Kampf und mit Hilfe seiner Familie sogar eine Ausbildungsstelle fand. Kurz nachdem er sie angetreten hatte, wurde er erschossen, als er im Dönerimbiss zu Mittag aß. Die Angehörigen von Jana L. waren nicht am Prozess beteiligt, ihr Name fiel dennoch ständig im Verfahren. Jana wurde von Freunden als fröhlicher Mensch beschrieben, die gerne Musik hörte und Autogrammkarten sammelte. Sie ging am Tag des Anschlags zufällig an der Synagoge vorbei, als der Terrorist versuchte einzudringen. Sie erkannte, wie viele an diesem Tag, den Attentäter aber nicht als solchen, machte eine beiläufige Bemerkung und ging vorbei. Der Terrorist tötete sie dann mit Schüssen in den Rücken. Alle Überlebenden, die vor Gericht aussagten, erinnerten an die beiden Toten. Anders als Kevin hatte der Angeklagte sich nach 2 gescheiterten Anläufen eines Studiums nicht mehr um eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz bemüht. Anders als Jana hatte er, wie der Prozess zeigte, auch weder Freunde noch Hobbys. Abwechselnd wohnte er im Haus seines Vaters und in der Wohnung seiner Mutter. Balliets Eltern machten vor Gericht von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Die Nebenklage glaubte dem Angeklagten nicht, dass seine Eltern nichts von seinen Plänen gewusst hatten. Die Waffen, die er zum Anschlag nutzte, hatte er bei ihnen gebaut und versteckt. Das Verfahren gilt als größter und meistbeachteter Prozess in der Geschichte Sachsen-Anhalts. 79 Zeugen und 15 Sachverständige befragte das Gericht, 45 Überlebende und Hinterbliebene wurden als Nebenkläger zugelassen, vertreten von 23 Anwälten.
you and I.